Jennifer Grey wurde am 26. März 1960 in New York City geboren und stammt aus einer Schauspielerfamilie. 1984 gab sie ihr Schauspieldebüt in Reckless, jung und rücksichtslos. Danach folgten weitere Rollen unter anderem in Cotton Club oder Ferris macht Blau. Als Frances Houseman, auch liebevoll Baby genannt, schaffte sie mit Dirty Dancing ihren ganz großen Durchbruch. Zu Beginn ihrer Karriere sah Jennifer noch total natürlich aus. Vor allem ihr Lockenkopf war eines ihrer Markenzeichen. Auch ihr kindliches Aussehen und die liebevolle Ausstrahlung kamen bei Fans der Schauspielerin gut an. Doch was Fans und Filmproduzenten tatsächlich am meisten an ihr liebten, war ihre Nase. Sie hatte großen Wiedererkennungswert in Jennifers Gesicht. Sie war leicht schief und nicht so perfekt wie andere Nasen von Hollywood-Stars. Jennifer beging daraufhin den größten Fehler ihrer Karriere. Sie ließ sich die Nase korrigieren und war nicht mehr wiederzuerkennen. Somit blieben nach ihrem Erfolg mit Dirty Dancing weitere große Rollen aus. Mittlerweile hat sich Jennifer damit abgefunden, dass sie ihre Karriere für eine Nasen-OP hinter sich gelassen hat. In einem Interview mit The Frisky von 2010 sagte sie: "Ich bin als Berühmtheit in den Operationssaal gegangen und als Unbekannte herausgekommen." Trotzdem ergatterte sie noch einige kleine Rollen, wie beispielsweise in der Fernsehserie Grey's Anatomy, Friends oder Red Oaks. Zuletzt war sie der Star von Untitled Dirty Dancing Project, einem Musical, das im April 2021 erschienen ist. Jennifer Grey veränderte sich über die Jahre äußerlich immer weiter. Später verabschiedete sie sich auch von ihrer dunkelblonden Mähne und färbte sich die Haare dunkel. Kein Vergleich zu früher. Außerdem sieht man sie inzwischen auch immer öfter mit geglätteten Haaren. Mittlerweile ist die Schauspielerin über 60 Jahre alt. Ihr Alter sieht man Jennifer aber keineswegs an. Ihre Haut ist gestrafft und keine Falte ziert ihre Stirn. Nach den ganzen Veränderungen ist der Dirty Dancing Star kaum mehr wiederzuerkennen und scheint ein neuer Mensch zu sein. Trotzdem sieht Jennifer Grey immer noch richtig gut aus und zeigt sich total stylisch auf dem roten Teppich. Auch ihre Figur kann sich mit über 60 Jahren auf jeden Fall noch sehen lassen. Auf ihrem Instagram-Account postete sie erst kürzlich ein Video von sich beim Sport. Die Bauchmuskeln kommen sicher nicht von irgendwoher. Äußerlich ist Baby zwar nicht mehr die Frau von damals, wunderschön ist sie allerdings immer noch.